Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video werden wir quadratische Terme in die Linearfaktoren zerlegen und so die Lösungen quadratischer Gleichungen berechnen. Und dazu brauchen wir natürlich den Satz von Vietar. Aus zeitlichen Gründen werden wir in diesem Video ein Beispiel möglichst langsam besprechen und im nächsten Video wirst du die Zeit haben, die zwei restlichen Beispiele selbst zu überlegen und wir werden das dann ein bisschen schneller vergleichen. Okay, wir haben schon gesagt, wir brauchen den Satz von Vietar. Kannst du ihn noch? Genau, x1 und x2 sind genau dann die Lösungen der quadratischen Gleichung, wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind. Wir werden jetzt dieses x1 plus x2 ist gleich minus p ein bisschen umschreiben, nämlich indem wir diese ganze Gleichung mit minus 1 multiplizieren. Haben wir dann minus x1 minus x2 ist gleich p. Das ist ja im Übrigen nichts anderes als minus x1 plus minus x2 ist gleich p. Und x1 mal x2 ist gleich q möchte ich umschreiben in minus x1 mal minus x2 ist gleich q. Warum mache ich das? Naja, weil ich da einmal irgendwie plus x1 und plus x2 und dann minus p und hier plus x1 und plus x2 und plus q habe. Und ich finde persönlich, dass das verwirrender ist, diese Sachen noch auseinanderzuhalten, als einfach immer mit minus x1 und minus x2 zu überlegen. Da muss man dann nämlich nur einmal die Vorzeichen wieder umdrehen, nämlich ganz am Ende. Okay, wir schauen uns also dieses Beispiel an. Die restlichen zwei Beispiele werden wir im nächsten Video ein bisschen schneller durchgehen. Also wir wollen den linken Teil in die Linearfaktoren zerlegen, also in diese Form bringen. Und die Frage ist jetzt einfach, was ist minus x1 bzw. minus x2? Welche Eigenschaften haben aber minus x1 und minus x2? Naja, addiert müssen sie p ergeben, also minus 6, genau, und multipliziert müssen sie q ergeben, also minus 7. Fallen dir da zwei Zahlen ein? Okay, nun die Auflösung. Nachdem alle Lösungen ganzzahlig sind, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn du dir zuerst die Multiplikation anschaust. Das würde ich übrigens immer empfehlen, weil ich finde das immer einfacher. Also, zwei Zahlen, die multipliziert minus 7 ergeben und ganzzahlig sind, da gibt es nur zwei Möglichkeiten, nämlich minus 7 mal plus 1 oder plus 7 mal minus 1. Ja, und wenn es addiert minus 6 ergeben soll, dann fällt das untere weg, weil plus 7 minus 1 ist ja plus 6. Also bleibt uns nur noch übrig minus 7 und plus 1. Wenn wir das Ganze mal so anschreiben, können wir zur Sicherheit auch nochmal ausmultiplizieren. Das ergibt x² minus 7x plus x minus 7. Und wir sehen gleich, minus 7x plus x, das ist ja minus 6 mal x. Also haben wir die richtige Kombination gefunden, also die richtige Linearfaktorzerlegung. Und jetzt müssen wir nur noch die Lösungen ermitteln. Dazu schauen wir uns den Teil an, weil es ist ja immer noch ist gleich 0 und nach dem Produkt-Null-Satz ist dieses Produkt nur dann 0, wenn mindestens eines der Faktoren 0 ist. Also muss entweder x minus 7 0 sein, dann ist aber x, genau, 7, oder x plus 1 ist 0, dann ist x, genau, minus 1. Damit haben wir die zwei Lösungen 7 und minus 1 und sind ganz glücklich und am Ende des Videos angelangt. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.